So, und ehrlich ist ihr Schloss und jetzt mal hier noch was. Müssten wir uns doch noch hier den Abgrund öffnen können. Fuck. Du, der du dieses Labyrinth des Himmels betreten hast, dieser Ort wird deine Weisheit auf die Probe stellen. Diese Labyrinth sind wieder mal hier Vorrichtungen verborgen. Aktiviere alle vier. Das dachte ich mir schon. Genau wie beim letzten Mal. Der eine ist in der Mitte und das andere in den vier Ecken. Okay. So, warte mal, dann ist ja hier direkt schon eine. Warte mal, hä? Kommen wir da hin? Oh, es ist Blutmond, Leute, es ist Blutmond. Ausgerechnet jetzt ist Blutmond. Warum ist jetzt Blutmond? Der stört die ganze Prüfung, der Blutmond. Hm. Hau ab mit deinem scheiß Blutmond. Braucht den jetzt hier nicht. Ey, ständig wirst du von diesem beschissenen, blöden Blutmond unterbrochen. Was soll denn das? Ja, warte mal, hä? Wieso? Ja, warum? Nani? So. Zack. Nummer 1. So, und jetzt nochmal. Ey, sieht das immer hier wieder aktualisiert, ne? Drei weitere. Was geschieht wohl, wenn alle aktiviert sind? Hm, ja, was könnte da bloß passieren, hm? Was könnte da denn bloß passieren? So, wie kommen wir hier wieder raus, ist die Frage. Wie kommt man hier raus? Was ist das jetzt wieder für ein Kack? Hier unten durch, so. Aha, so nämlich. So nämlich. Okay, das. Boah, habe ich noch abbrechen können. Die Fallanimation hier brauchen wir jetzt nicht hier. So, noch zwei. Jetzt noch genau gegenüber und rechts drüben. Hier sind wir ein bisschen falsch abgebogen. Gar nicht so einfach.
ist mitunter gar nicht so leicht. So, wollen wir hier mal kurz zwischenlanden. Ausdauer auffüllen. So, und wieder weiter. So, immer schön auf die Minimap achten. Hier drunter. Wieder hoch und... Da ist es. So, da klappt ja eh ganz gut. Eines haben wir noch. So. Da bleibt noch eine weitere. Und die sitzt da hinten. Ich glaube, wir haben es sogar schon. Yes, sir. Ladies and gentlemen, we did it. Nummer 4. Sehr gut. Kannst du sogar noch den Windtempel im Hintergrund sehen, also diese Himmelsarche. Naja, gut, das war auch in der Nähe. Unser erster Tempel. So, jetzt aber endlich. Mann, 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 Mann. Das hat gedauert. Du, der du das Labyrinth des Himmels durchschritten hast. Ja, der Weg vom Labyrinth der Erde hinab in die Tiefe ist nun nicht mehr versperrt, was du nicht sagst. Das ist aber toll. Das ist richtig toll. Morgen im Herzen der Erde, beweise mit deinem Mut und wage den Sprung in die Tiefe. Nur dann wird sich dir der letzte Weg offenbaren. Warte mal, vorher wieder speichern. Kann nicht schaden. So. Und let's go. Jawohl. Rein da. So. Abgrund am nördlichen Irrschloss. Nördliches Irrschloss und. Ach, okay, da ist schon wieder so ein Konstrukt-Heini. Hier habe ich wenigstens irgendwie kurioserweise die Lichtwurzel schon mal gefunden gehabt. So, Gamma-Block-Konstrukt. Warte. Ups. Ja, wechselt ja immer den Block so blöd. Can I
Mann, der ist nervig. Ey, kannst du das mal... Kann der das mal lassen? Der Typ ist gerade richtig abfuck. Mann, Link, was... Was soll denn das jetzt? So, na endlich. Arschloch, du blödes. Fick dich! Ey, das ist so ein Scheißgegner, ganz ehrlich. Verdammt nochmal, jetzt reicht's. So. Jetzt her. Ich hasse diese Typen. Sind ja fast noch nerviger wie Leunen. So, ich glaube, das... War's jetzt aber wirklich endgültig. So, Beach. Es ist unheftig, wenn der immer seinen Block bewegt. So, du, der du das Labyrinth der Tiefe durchschritten hast. Ja, das sind wir. Durch dein körperliches und geistiges Geschick vermochtest du eine Herausforderung dieses Ortes zu trotzen. Ja, wie man es nimmt. In Anerkennung deiner Leistung begebe ich, Herrscher der Eulen, dir nun deinen wohlverdienten Lohn. Na dann immer her damit. Die Seele von einem bösen Geist anderer Dimension und uralter Zeit soll dieses Stück nun an dir zum Schutze dienen. Oh ja, bitte. Please, please, please. Jetzt bin ich gespannt, ist es Oberkörper oder Hose? Nördliches Irrschloss Prophezeiung geschafft. Es ist... Okay, es sind die Unheilsreiter Stiefel. Diese Stiefel sind angeblich von einem bösen Geist aus einer Dimension besiegt. Seltene Stücke, die nicht einfach zu erlangen sind. Ist das jetzt irgendwie das Gewand so überhaupt nicht dazu? Einfach so rumlaufen, ne? Bin ich todessexy oder was hier, hä? Das geht. Tja, und jetzt fehlt immer noch das Ding da hinten, aber wie kommen wir da denn hin? Die Frage ist, das auf dem Wasser oder ist das in der Luft oder... Oder wie oder was? Oder ist das auf einer Insel? Das sieht eigentlich aus, als würde das komplett vom Wasser umgeben. Ja, ist es auch. Da oben ist bei der Wurde Schrein. Okay, das ist ein bisschen... Da oben ist das... nicht schlauer wäre, warte mal. Ich glaube, es wäre andersrum, wäre es, glaube ich, doch besser. Gibt es ja leider... Ne, der Turm, der ist... Ne, der ist viel zu weit weg. Probieren wir es mal hiermit. Vom Makala-Institut rüberfliegen ist, glaube ich, schlauer ist jetzt hier per Boot rüberzufahren. Das geht sich ja höhenmäßig da nicht aus. Das ist glaube ich, nicht so...
ist ideal. Hei. Ja, aber das sollte eher funktionieren. So, und jetzt einfach so und zack. Von da unten da alles jetzt hochklettern ist ja auch ein bisschen umständlich. Da fliegen wir lieber rüber. So. Bandschrein in der Nähe. Okay, das heißt einfach Irland mit Doppel-R. Sieht man das wegen der Facecam nicht, aber... Hier ist der Schrein. Die dumme Sau. Uiuiui. Ich glaube, hier hilft wieder mal nur der... Gute alte. Na. Achso. Oh, ist halt auch ein Schild aus, ne? Der gute alte Raketenschild! Der hilft. Wobei. Ja. Scheiße. Müssen wir doch eher von oben? Mal schauen. So. Verarschen? Wie kommen wir da rein? Nani? Ist hier ein Hintereingang? Wie kommen wir denn zu dem Schrein rein, verdammt? Das ist meine Treasure Chest. Ganz fies versteckt. So, Narnia-Bogen. Oh, der Bogen ist aber voll, Mann. Ist aber voll. Ja, dann schmeiß mal so einen Dämonenkönig-Bogen weg, weil das nervt langsam. Oh, die haben gesagt, das sollst du mitnehmen hier, du Arsch. Ey, ich hab. Sag mal. Mich dieses Game verarschen? Hau das doch weg. Jetzt geh ich hier durch. Sind wir bitte jetzt direkt. Hier sind die Stufen. Da hat sich wieder jemand was markiert mit Vogelnüssen. Ah, na endlich. Der Igasuk-Schrein im Meer von Akala. Na also. Iuiuiuiui. Mann. Ne, diese Irrschlösser, die haben es ganz schön in sich. Okay, es ist mal wieder aussiegen, jawohl. Sehr schön. Große Sono-Energiesphäre, Mann.
Oder warte ich gleich, bis wir noch zwei Schreine haben, dann können wir drei Herzcontainer auf einmal holen. Und mit den Herzen ist im Moment eh gut zurecht. Ja, ich glaube, da warten wir dann sogar noch. Es gibt ja oben im Himmel, gibt es dann auch noch einen Schrein und dann, ja. Ja. So. Forschungstagebuch Tag 3. Endlich habe ich das gefunden hier. Ist das nicht geil? In der Tat. Als Herrscher der Drachen sage ich dir, der du das Labyrinth der Erde durchschritten hast. Eine weitere Tür hat sich dir geöffnet. Suche die südliche Seite des Labyrinths des Himmels. Irland-Prophezeiung. Tja, aber wie kommen wir da jetzt wieder hoch, ne? Ist die Frage. Von da. Boah, als ob ich hier nirgendwo. Ja, also von da nach. Ja, das muss ich dann so machen. Es geht wieder nur mit einem Turm. Ja, ich sage ja, da überall hinkommen ist gar nicht so leicht, aber haben wir die anderen zwei Irrschlösser schon gemacht und geschafft, jetzt werden wir das dritte hier auch noch schaffen. Turm auf dem Ulriberg, so, und hoch. So, haben wir wieder schönes Wetter, sind wir da vorne, ist es doch schon. Aber das ist immer noch verdammt weit weg. Oh je, oh je. Wie kommen wir da hin? Ich glaube, das ist von den dreien am schwierigsten zu erreichen, kann das sein? Da ist zwar so eine kleine Insel drunter, vielleicht kommt man von da irgendwie leichter hoch. Was, sonst ist halt hier nichts in der Nähe, ne? Was will denn der jetzt hier? Hau ab, du Mistvieh. Aber Absturz. Schneller. Komm mal hin jetzt. Sind ja immer noch nicht da. Es ist ja immer noch so weit weg. So, Gott sei Dank habe ich genug Ausdauer essen mit. Sonst wird es, glaube ich, ein bisschen problematisch. Ach du meine Güte. Also hier musst du ja wirklich. Hier kommst du ohne Bau nicht weiter. Archipel von Nordakala. Na, guck mal, also da. Da ist auch der Schrein. Heilige Scheiße, wie zur Hölle. Sollen wir da denn jetzt hinkommen? Okay, hier haben wir sehr. Sehr viel zum Bauen. Was haben wir hier noch Schönes? Oh, nach ganz, ganz langer Zeit mal wieder eine alte Karte. So. Na, das reicht. Das reicht, da hochzukommen. Kann ich mir irgendwie nicht ganz vorstellen. Da
Da nicht sogar noch Raketenantrieb brauchen? Ich glaube, es wäre schlauer, wenn wir uns hier noch mehr Ventilatoren dran machen. Das wird sonst zu wenig sein. So. Vielleicht sogar noch mit Raketen den nötigen Boost? Sonst kommen wir nämlich nicht hoch genug. Ich habe Angst, dass wir sonst nicht hoch genug kommen. Das ist ziemlich weit oben. So. Also wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Wir müssen hier eigentlich erstmal, müssen wir ja nur dahin, ja? Wir müssen ja nicht ganz rauf, wir müssen erstmal da zum Schrein. So, Achtung, ready for takeoff. Ja. Und trotzdem ein kleines Problem, wir kommen nur sehr wenig vorwärts und dann hauptsächlich aufwärts. Wir kommen einfach nicht. Wir müssen eigentlich nach vorne. So, halt. Nein, Link, was machst du denn? Was machst du denn, Alter? Was ist denn das hier für ein Scheiß? Link, wieso? Geh doch einfach hoch. Komm, ich habe Ultra-Batterie. Ich habe die maximale Batteriekapazität. Die komplette Batterie endlich voll. Also der Typ hat gesagt, ja, Zusatzbatterien kann er uns nicht mehr herstellen. Mehr geht nicht. So, komm, scheiß drauf. Den Rest fliegen wir. Und zwar selber. Das muss sich ausgehen, komm, das muss sich ausgehen. Ja, komm, das geht sich aus, komm. Coolin, dein Coolin ist immer noch zu lang. Ah, der Windstoß irgendwie, der könnte auch ein paar Sekunden länger dauern. So ein, zwei Sekunden länger wäre schön. So, komm, doch, das geht sich aus, wir sind hoch genug. Geht sich aus, Leute, geht sich aus, es geht sich aus. Geht sich alles aus. So, gleich haben wir es. Anschreien in der Nähe. Ja, ich kann ihn sehen, danke. Komm schon. Tulin, jetzt gib doch mal Gas hier. Komm schon. Ja. So, gleich haben wir es geschafft. Gleich, gleich. Jeden Moment. Gleich, gleich. Ein paar Meter noch, ein paar Meter noch. Komm schon, komm schon. Yes. Irland. Himmel. Finally. Finally, endlich da. Der Mogisari-Schrein. Heilige Scheiße. Das war anders wild. So, vielleicht zur Sicherheit ein Raketenschild. Man kann ja nie wissen, was da drin für Bullshit auf einen lauert.